Herzlich willkommen zu einer neuen Runde kompletter Wahnsinn. Und zwar dachte ich mir, versuche ich es wirklich, Lies of P zu streamen? Ja, ich versuche es. Und ihr seid jetzt hoffentlich live dabei. Das Ding ist, ich habe es damals schon mal angefangen und fand es grandios, habe dann aber aufgrund von Zeitmangel es wieder fallen lassen und dachte mir, komm schon, das Ding kann ich jetzt trotzdem im Dingsbums im Stream zocken. Soweit war ich noch nicht. Und vielleicht bekomme ich ja noch Hilfe von irgendwem, was Sachen angeht. Weil erst war ich immer so, boah, soll ich jetzt hier mich hinsetzen und alle Trophäen fresh, also alle Erfolge fresh halten und sowas. Da dachte ich mir, nee, ich werde jetzt einfach daddeln. Und nein, ich werde nicht versuchen, das Spiel auf dem schwerstmöglichen Modus zu schaffen, sondern ich werde alle Cheese-Momente nutzen, die es gibt. Ich will fertig werden und ich 80 Jahre lang an einem Boss hängen, was vielleicht trotzdem passiert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir mal an und gucken mal, wo uns das gerade sehen wird. Es gibt zusätzliche Inhalte. Prüfen die beanspruchten Inhalte im Moment bitte. Sind keine Inhalte zu beanspruchen. Das ist gut. Ja. Can you hear me? Geppetto's puppet. We need your help. So, ich habe auf jeden Fall den ersten Boss schon gelegt. Soweit war ich schon. Also ein bisschen was kenne ich also schon von dem Spiel. Ah. Brauche ich schon meine Stamina? I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Wähle den oberen Gürtel aus, wähle den unteren Gürtel aus, Gürtel-Item benutzen, rüste Items und Gesten an Gürtel aus, um sie zu verwenden. Für Zusatztasche gedrückt, A gedrückt halten, A plus Steuerkreuz, so, okay. Unterer Gürtel, da. Achso, also kann ich dann hier und dann X ist eine Haltbarkeit. Zack. Jiminy! Die Grille ist an! Das ist leer, okay. Let's get you out of there. Find something that might help. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich vorher hatte. Sollen wir einfach mal jetzt, ich glaube beim letzten Mal hatte ich irgendwie Geschicklichkeit, Pfad des Bastards. Komm, dann gehen wir mal Pfad der Stärke. B ist blocken. Ja, B ist Attacke. Okay. Rechtes Stick ist rechtes Stick. Ist Reihe fixieren. Waffe wechseln. Habe ich nicht.
Hauptmenü. Also, hä? Konnte ich ja eben nicht. Sieht nicht gut aus. Die Leute hat es ganz schön zerlegt. Okay, das ist der Spezialangriff. Was ist denn ein Sägenzahnrad? Gegenstand erhalten. Du hast vorhin Vorteilsgegenstand erhalten. Hä? Wurfobjekt. Hä? Aber habe ich jetzt. Die Sache habe ich jetzt schon bekommen, oder was? Nee, das ist ja Quatsch. Habe ich wirklich? Was ist das denn? Eine Maske getragen von Kratz, größtem Schatzsucher. Die Maske trägt der Hund auf der Jagd nach Geheimnissen und Verschwörungen. Alle waren überzeugt, dass der größte Schatzsucher von Kratz unglaublich reich sein muss. Doch gab es nur einen wahren Schatz, den er zu beschützen hatte. Ein Hut, oft von Alchemisten getragen, Grundausstattung für zukunftsweisende Prominente in Kratz. Erhabene Menschen erbauen sich mit Würde und Anmut. Wahre Eleganz bedarf keines Schwertes, um fein zu... Oh, das sieht ja echt cool. Sieht ja sexy aus. Aber wir nehmen das hier und das hier und wir sehen super cool aus. Ich weiß nicht, warum ich das hab. Warum habe ich das? Hatte ich das damals auch schon? Was ist das hier eigentlich? Sofortiger Charaktertod. Das klingt ja mega. Verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen, das wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Das heißt, wenn ich die dreimal benutze, dann ist die leer. Und wenn ich dann Feinde attackiere, gibt es Fratzengeballer. Trübes Ergo-Fragment? Was ist denn ein trübes Ergo-Fragment? Das ist wahrscheinlich die Seelen bei den Souls Games, okay. Aber wie renne ich denn eigentlich? Mit X halte ich mich, die Trottel. Mit B! Okay. Geronimo! Au! Achso, da sind diese Blitzeldingsel da dran, deswegen geht das nicht. Okay. Nerv jetzt schon, dass ich eine Heilung verschwendet habe. Blocken. Wäre gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Ein erfolgreiches Blocken reduziert den Schaden, kostet aber ausdauernd. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit nämlich ab. Während der Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um LP wieder zu erlangen. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden. Nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst die perfekter Block. Was? Du kannst die perfekter Block verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbar-Status zu setzen. Du kannst durch die Dunkelheit. Switch to energy.
Komm her. Okay, also es ist dann, ich block den Schaden und ich kann mich dann, wenn ich dann direkt attackiere, dann meine Lebensenergie zurückholen. Okay. So, jetzt gibt es doch bestimmt die Möglichkeit zum ersten Mal sneaken, oder? Tödliche Angriff hinter einen Feind, RB drücken. Wann kann ich das denn machen? Ah. Ich dachte, ich hätte es verkackt. Das ist, glaube ich, der Bahnhofsvorsteher. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen. Auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt alle. Nein. So. Überlebt alle! Geht schon gar nicht mehr. So, ich wollte mal einen Timer noch einstellen. Warte, der Timer geht jetzt einfach mal. Wäre schon 13 Minuten dran. Gut, für mich jetzt 13 Minuten. Wow! Okay. Ich will immer mit Nick und Stick sprinten. Trübes Ergo-Fragment. Aha. Überall in Grat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leiter hinuntergehen, um Abkürzung zu schaffen. Ja, das ist halt Dark Souls 1x1, ne? Ja, warte mal. Gehen die etwa davon aus, dass ich jetzt sterben werde? Wir haben doch noch einen Weg über. Nicht, sind wir doch nicht abgelaufen. Und zwar hier. Hier rechts rein. Oh. Termit. So, könnte mir vielleicht helfen. Was bist du eigentlich? Ein Fabelkatalysator, der die Fähigkeiten von Puppen ergänzt, lädt Fabel schnell auf. So. Dementsprechend packe ich den einfach mal da unten hin. Cause I can. So. LBY ist dann das Schild und das andere ist dann einfach YY ist ein Angriff. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich sterben, ne? Überwältigen.
Oh. Okay, ich... Aha! Aha! Bam! Och Mann, ich kann nix. Aber hey, first try. Oh, mein Headset ist so spannend. Ich freue mich schon, Weihnachten kriege ich ein neues. Das Gute ist, ihr hoffentlich hört das nicht im Stream bzw. im Video. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk daran, dass damit auch deine Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Ja, ja. This is called a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment, gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever, so be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Okay, Stufenaufstieg. Wieso habe ich denn die Stärke und bin so schwach? Aber ich muss es checken. Gibt es hier irgendwo die Funktion, die ich mir angucke, was es bringt? Y oder sowas? Also es zeigt einfach nur an, das erhöht LP und Blockregeneration. Ja, gut. Ja gut, Stärke. Wahrscheinlich skalieren die Waffen wieder, ne? Aber hier oben zum Beispiel eine Waffe skaliert mit Entschlossenheit. Und Technik. Ach so, und ich mit Stärke. Trottel. Warte mal, aber ich hab doch... Ich hab doch hier, Tasche. Hier, dann kann ich doch einmal benutzen. Zack. Alter. Lager benutzen, was ist denn hier? Achso, aber die Sachen, die ich habe. Aber ich hab nichts. Ich werde jetzt mal kurz rein. Mein Headset macht nämlich echt Spacken. Das ist, einfach durchziehen. Aber nee, ich höre es im Stream, höre ich es nicht. Ich habe ja extra so einen Stream auf dem Ohr. Oh Mann, das macht mich nervös alles. Ah! Willkommen in der Stadt Krat. Zu Ehren von Valentinus, der den irgendwas.
Nein, du machst jetzt keinen Stress. Das Gute ist, es sind Puppenhunde. Jetzt dürfte ich das Spiel nicht spielen, wenn man hier Hunde tötet. Wird meine Frau mich umbringen. So. Ihr habt richtig gehört. Das ist jetzt Frau. Ich bin verheiratet. Aber das hat man vielleicht auch im Podcast schon gehört, ne? Ja, ja. Aua. Ich brauche... Oh, was ist denn hier? Die Crowd Times Ausgabe 183. Ob der Express oder die Bild-Zeitung auch so Ausgabenanzahl hat? Hier, das ist Ausgabe 5300. Vielleicht sogar noch zu wenig. Egal. Die große Ausstellung von Crowd ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa... Isabellstraße und forderte Hunderte von Opfern. Während die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigten die Werkstatt und die Firma Venigni, Graz größte Puppenfabrik, an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würde, um die Situation zu entschärfen. Eine Einsatzgruppe untersucht die Möglichkeit eines fatalen Verlusts des Großen Bundes, also des Kontrollprotokolls für die Puppen der Werkstätten. Allerdings gibt es momentan noch keine schnelle Lösung und der Puppenwahn fordert weitere Opfer. Den Bürgern wurde empfohlen, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben, da sich die Stadt auf ein Wiederausbrechen der Versteinerungskrankheit vorbereitet. Trotzdem versuchen viele Bürgerinnen und Bürger über den Hauptbahnhof von Graz zu fliehen, was wiederum das allgemeine Chaos noch verstärkt. Also Puppenwahn und eine Versteinerungskrankheit. Das läuft ja wunderbar. Ist das ja auch eine Puppe gewesen? Nee, das war ein richtiges Pferd, ey. Armes Pferdchen. Einmal kurz den Block richtig. Ach man. Ist im Endeffekt nicht schlimm, wenn ich zu früh blocke, weil das ist wirklich egal. Gürtelgegenstand benutzen. Ja, ist egal. Da ich ja einfach dann meine Energie zurückhole, wenn ich dann einfach angreife. Zu spät ist halt immer scheiße. Gute. Ah, in Kisten reinrollen gibt's ja auch. Alles klar, das ist wieder hier. Blitzeldingsel. Aua! Mal Abflug. Die Leute in Ruhe. Oh. Benutze Klingenfarbekünste während des Blockens. Verwende Grifffarbekünste. Ich habe schon gesehen, ich habe die Möglichkeit, so zu machen und Y zu drücken. Kann man irgendwo sehen, was das eigentlich dann bringt? Hier, absolute Verteidigung. Nee. Ich
Kettenhieb. Blocke vorübergehend perfekt den Angriff des Feindes. Ach so. Damit kriege ich auf jeden Fall einen Perfect Block hin. Wollen wir testen. Ein buntes Ergo-Fragment. Was ist hier denn? Kann ich hier dran gehen? Hallo? Oh, habe ich nicht, da. Ja, ja, meine Waffe mal reparieren, sehe ich gerade. Zack. Dieser Strich, das hatte ich noch im Kopf, dass das irgendwie geht. Ich glaube, wenn das dann kaputt geht, dann machst du halt wesentlich weniger Schaden. Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffe nicht ausweichen oder die durch Blocken vor ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Oh. Hä? Alter! Mein Headset ist sowas von am Krisseln. Oh nein, das macht alles doch nicht so viel Sinn. Muss ich bis Weihnachten warten, bis ich wieder streamen kann. Also, sagen wir so, für den Zuschauer das ist gerade egal, aber ich selber ist es gerade Qual. Aua. Nein. Der hat keinen Kopf. Ja, komm. Komm. Und der Hut ist nicht weg. Ja, alte Pisser. Jawohl, einfach mal durch. Es ist doch wieder... Ein Level habe ich. Ich muss nur zum Stargazer-Punkt gehen, aber ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich gerade langlaufe. Ich bin gerade wieder so ein bisschen planlos. Wow, wow, wow. Da kommt noch einer. Machen wir halb lang. Wann sterbe ich zuerst? Wann geht's richtig? Ja, wahrscheinlich beim ersten richtigen Boss. Schon mal gut aus. Wenigst dringliche Reparaturwerkzeug. Was bringt das denn? Ah, Leute. Benutzbare Gegenstände. Blablabla. Was ist das? Ein Notfallreparaturwerkzeug von stellt die Haltbarkeit des Waffen sofort wieder her. Also das heißt, ich muss nicht so machen, sondern kriegt direkt einen. Okay, das bringt, weiß ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich im Bosskampf interessant.
Ach, hier hätte ich sogar einen Fallangriff machen können. RB, RT. Alles klar. Da ist das Hotel. Also da kann ich gar nicht lang, ne? Das sind die krassesten Hindernisse. Man kämpft sich durch alles durch, besiegt Horden von Gegnern, aber eine kaputte Kutsche. Nicht möglich. So, wir sind da. Das ist unser Ziel. Aber warte mal, wie läuft man hier lang am besten? Das ist, wenn ich gleich sterbe, auch weiß. Ja, ich heile mich aber lieber erstmal. Ist euch besser. So, Entschlossenheit finde ich wichtig. Zack. Wir haben doch auch noch hier, das bringt jeweils 100. Was ist eigentlich Fortschritt? Was ist eigentlich Legion? Keine Ahnung. Werden wir nie herausfinden! Wir werden blind durch diese Welt laufen! Falsch abgewogen schon wieder. Och, Manuel! Ich muss ja gar nicht hier hoch, glaube ich, oder? Das war das. Ich meine, ich laufe den Weg ab, um zu gucken, wo ich lang muss, und dann verlaufe ich mich trotzdem. Es ist doch so lächerlich. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss. Ich bin doch nach rechts weg. Was ist das denn hier einfach? Was ist wirklich das hier? Naja, hier. Easy. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Ach so, hätte ich gar nicht machen brauchen.
Okay. Tödliche Angriff vor einem bewältigen Feind. Und dann. Ah, okay. Also wenn ich den einmal perfekt blocke, dann kann ich den so treffen. Easy. Oh. Wir stellen die Paradenpuppe vor. Hier erscheint eine fantastische Puppe, die Parade bereichern wird. Der Parademeister. Ein einzigartiges Paradepuppenmodell aus der Werkstatt zur Feier der großen Ausstellung. Hallo, ich bin der Parademeister. Ich singe und marschiere gern mit dem Volk. Der Parademeister bietet folgende Funktionen. 16 fröhliche Lieder, fröhliches Lachen und 54 Paradesprüche. Paradetänze, um Kinder zu erfreuen, die Kraft 6 Männer auf den Schultern zu tragen. Dieser Parademeister wurde anlässlich der großen Ausstellung angefertigt. Überzeuge dich am Vorabend der bevorstehenden Ausstellung von seinem Charme. Halte ich mich daran nicht? Doch, ich wollte mal sagen. So. Geronimo. Schon wieder, ey. Ey, falsche Taste. Okay. Wieder die dummen Aktionen waren im Endeffekt, der ist so anbrechbar und ich mache dann immer die falsche Taste. Wie soll ich das erklären? Ich bekomme Panik. Ich bekomme einfach Panik. Ich bekomme Panik. Und dann verkacke ich das. Ach Mann, ey. Das war eigentlich relativ einfach. Auch das zum Beispiel, da kannst du doch einfach...
Mann, ich mach doch. So, geht doch, das wollte ich die ganze Zeit machen, ey. Mann, ey. Ja. Easy. Mann. Das wollte ich eben einfach die Ulti-Attacke draufballern und gut ist. So, und das habe ich eben einfach nicht hingekriegt. Ich sage, es liegt nur an dem, dass mein Headset so krisselt. So, ich werde diese Folge jetzt aber fertig machen. Wir haben jetzt. Ja. Zack. 30 Minuten sind wir locker drin. 40 Minuten müsste es eigentlich schon sein. So, dann dürft ihr euch jetzt aber. Wir müssen doch jetzt beim Hotel gleich sein. Müssen wir hoch oder da lang? Da? Ich weiß es nicht. Aber von da bin ich gekommen. Dann höre ich mir die Folge an und dann entscheide ich, ob ich das durchhalte oder nicht. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Nur mit verzögerem Sound arbeiten. Ein Mondstein war nicht von dieser Welt, aber er war das beste Material für die Verbesserung. Willkommen in der Zukunft des großen Bundes. Was ist denn, wie ich Puppe sage? Okay, er greift mich also nicht an. Ja, dann. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Welcome to hope. Deine Federn reagieren. Hotel Krat. Ja, da haben wir es doch geschafft.
I'm so happy to see you. I am Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krop is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Der Geppetto. Du kannst über Sophia mit Hilfe von Ergo einen Stufenaufstieg durchführen. Zack. Ja, wir mit drei Sachen leveln hier, ne? Aber ich hab. I think he's in shock. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Krot is a labyrinth. Das mache ich auch immer. Right now. Vielleicht repariert sich das von alleine. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Mondphasentaschenuhr. Die macht die Uhr, dreht Zeitpunkt zurück, als der Junge in bester Verfassung war. Hä? Hat man das von Anfang an? Ich fühle mich irgendwie, glaube ich, bin ich ein bisschen stärker. Irgendwas ist hier falsch gelaufen, glaube ich. Amulette habe ich aber jetzt keine. Das ist immer sehr machterfüllt. Ein Schatzsucher könnte diese seltene Ergo brauchen, obwohl das gesamte Publikum. Warte mal, was fröhlich, solange es einen König gibt, muss die Show weitergehen. Oh. Was ist jetzt mit dieser Taschenuhr? Ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren? Achso, okay. Einfach, weil man das jetzt gerade hat, alles reinballern. Benutzbare Gegenstände. Ach nein, ich... Nein! Wo sind sie auf? Da. Verbessert Waffenklingen, okay. Weiß ich nicht. Es aktiviert eine besondere Fähigkeit, wenn es... den P-Organ ausgerüstet wird. Sogar steinerne Brücken sollten vor der Überquerung angeklopft werden. Oh Mann, was ist das? Wieso kann ich die Scheiße nicht aktivieren? Da. I'll use my power. Ja, ich will jetzt viel stärker werden. Was? Ach man!
Ist aber spannend hier. So, und damit sage ich jetzt auf Wiedersehen. Der coole Pipi hier ruft noch einmal Gemini hier. So, ciao, ciao, haut rein. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Aufnahme das Licht der Welt erblickt. Wenn ihr es sehen könnt, hat es geklappt. Wenn nicht, dann nicht. Aber auf jeden Fall geht's weiter, so oder so. Es dauert halt vielleicht länger, was die nächste Aufnahme angeht. Ich darf hier nicht mit Waffe aufrüsten? Ach, wie gemein. Tschüss!